Jahre hat mir erst mal auch Schuhe geschenkt. Wir sind jetzt wieder in Dortmund. Wir gehen wieder shoppen. Was kurzes mit euch bequatschen. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hi Friends und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sophie und ich habe heute mal wieder einen kleinen Vlog für euch. Ich war heute schon richtig produktiv unterwegs und war schon beim Yoga. Und danach waren wir in der Stadt und haben ein bisschen was geshoppt. Ich habe aber wirklich nur 4 Sachen geholt, deswegen es wird nur ein kleiner Haul. Aber als erstes zeige ich euch ein paar Ausschnitte von unserer Shopping-Runde. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich zum Haul wieder. Hi Friends, wir waren heute schon richtig aktiv unterwegs. Wir waren schon beim Sport. Ich war beim Yoga und Lara hat Arme und Cardio gemacht. Ich war das erste Mal beim Yoga. Es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Wir haben auch so ein bisschen Pilates-Element mit drin gehabt. Deswegen, das war wirklich so ein Full-Body-Workout. Und jetzt waren wir gerade in Dortmund, bisschen shoppen. Lara hat mir erstmal auch Schuhe geschenkt. Die zeige ich euch gleich. Die sind so schön. Und dann waren wir noch bei DM, weil ich da auch noch einiges holen musste. Und weil wir vorher bei Starbucks waren und mein Chai-Tee Latte wirklich leider ein bisschen zu süß war. Ich meine, es kann ja passieren, dass man mal aus Versehen ein bisschen zu viel Sirup reinmacht. Deswegen alles gut, Starbucks, aber ich konnte den jetzt nicht so genießen. Aber Lara hat was erspäht und zwar von Oatly so ein Mocha Latte. Und der ist auch vegan natürlich. Ist ja von Oatly. Und deswegen try ich den mal jetzt, weil ich kenne den noch nicht. Mal sehen, wie der ist. Ist Mocha, ist das mit Kakao, ne? Ich glaube ja. Es riecht auf jeden Fall nach Kakao. Also ich glaube, kalt wäre der noch geiler, weil der ist jetzt so lauwarm. Aber es ist gut, ist wirklich lecker. Zimmertemperatur. Mhm. Willst du gleich auch mal schreien? Ja. Schmeckt, also mir schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Nur ich würde sagen, eiskalt mit ein paar Eiswürfeln, dann ist richtig Bombe. Ihr seht schon, ich muss gleich auf jeden Fall meine Nägel machen. Aber wir fahren jetzt erstmal zu Lucky Loot. Das ist so ein Vintage-Laden, weil Lara möchte noch ein bisschen weiter shoppen. Und dann würde ich sagen, machen wir euch gleich ein Haul, wenn wir wieder zu Hause sind. Okay Freunde, hier sind wir wieder zu Hause, haben uns fresh gemacht und jetzt kommt der Haul. Ich habe mir, erstmal waren wir bei DM, ganz langweilig, und ich habe mir mein Abschminkzeug wieder geholt. Ich benutze immer dieses hier, dieses Micellenwasser mit Öl von Garnier, weil ich finde, das ist einfach am besten und das irritiert meine Haut auch nicht. Dann habe ich an der Kasse noch ganz spontan diesen Lip Liner hier gesehen von Manhattan in der Farbe Pink Enchantment. Und die Farbe ist so schön, ich habe die auch direkt drauf gemacht, aber ich habe noch ein bisschen Lipgloss drüber gemacht. Und den habe ich da mitgenommen, weil ich ihn an der Kasse erspäht habe. Dann habe ich gesehen, dass dieser DM Neo Nail da hatte. Und ihr seht schon, meine Nägel sehen ganz schlimm aus. Ich muss die gleich unbedingt machen. Aber ich habe mir nämlich einmal so eine Repair Base hier geholt mit Vitamin, weil meine Nägel sind so kaputt gegangen. Und einmal so eine Modeling Base mit Calcium. Und ich habe die Hoffnung, dass das meine Nägel saved. Aber ja, das habe ich mir auf jeden Fall bei DM geholt. Aber jetzt kommen wir zum interessanten Part, und zwar die Schuhe. Und zwar sind wir bei Snipes vorbeigelaufen und ich habe von außen halt gesehen, überall stand so Sale, 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 und ich so, ja, ich brauche eh neue Schuhe, weil meine sind hinten kaputt gegangen und ich habe mir voll die Blase gelaufen, deswegen habe ich neue Schuhe und oh mein Gott, Leute, die sind so cute. Schaut sie euch an. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, das ist halt irgendwas von Nike, keine Ahnung, ob die irgendeine Bezeichnung haben, aber die sind halt so Flieder und die haben hier so ein Smiley hinten drauf. Oh mein Gott, ich lieb's. Ich bin so in love. Die sind so schön. Ja, das sind auf jeden Fall meine neuen Schuhe, in denen ich mir hoffentlich keine Blasen mehr laufen muss. Und dann würde ich sagen, die Nägel müssen erstmal runter. Dann hier das Pflegezeug drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder, hoffentlich mit schönen Nägeln. Thank you.
gemacht. Die sind wieder fresh. Ich habe jetzt einfach rot gemacht. Aber hier noch so ein Herzchen als Akzent. Ich weiß noch nicht, ob ich das Rot so mag. Das hat irgendwie voll den Orangenstich. Ich glaube, ich muss da nochmal nach einem anderen gucken. Aber so sind sie jetzt erstmal. Sehen wieder fresh und ordentlich aus. Lara ist jetzt auch endlich wieder da. Und wir fahren jetzt was essen, weil ich sterbe langsam vor Hunger. Und da würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Jetzt müssen wir erstmal essen. Ihr seid so süß. So süß. Bis gleich, Kinder. Die Mamis gehen essen. Hallo Vlog. Es kann sein, dass ich euch vergessen habe. Es tut mir leid. Ich habe schon so lange nicht mehr gebloggt, aber ich möchte dieses Material nicht einfach verschwenden, sondern benutzen. Das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr random Vlog, aber wir gehen jetzt mal wieder in die Stadt. Also das ist irgendwie so ein Shopping-Vlog, habe ich das Gefühl, weil wir sind jetzt wieder in Dortmund und wir gehen wieder shoppen. Aber ja, wir fahren jetzt in die Stadt und ich nehme euch mit. Und dann machen wir uns auch einen gemütlichen Abend und ja, keine Ahnung, ob es ein Haul geben wird. Wir werden sehen, aber wir fahren jetzt erstmal in die City. Wir sind wieder zu Hause. Wie ihr gesehen habt, wir waren ordentlich shoppen. Ich habe auch einiges gefunden. Ich wollte eigentlich gar nichts kaufen, aber dann hatte H&M so einen richtig krassen Sale. Und dann, ja, ich habe einiges gefunden. Ich werde euch gleich noch einen Haul machen. Aber jetzt gucken Lara und ich erstmal die letzte Folge von Black Mirror. Die soll angeblich die beste sein. Also ich fand die Staffel bis jetzt sehr düster und depri. Also die meisten Folgen waren irgendwie hammertraurig. Und ich bin gespannt auf die letzte jetzt. Ich habe von allen gehört, dass das die beste Folge ist. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Und das machen wir jetzt. Und dann mache ich euch gleich noch einen Haul. Weil ich habe sehr süße Sachen gefunden. Und Lara hat auch sehr schöne Sachen gefunden. Die zeige ich euch auch. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Wir essen jetzt noch so einen Couscous-Salat noch von gestern. Und dabei gucken wir Black Mirror. So, wir haben die Folge jetzt geguckt und ich kann bestätigen, es ist auch meiner Meinung nach die beste Folge der Staffel. Ich fand, oh mein Gott, ich fand sie so cool. So lustig auch und das Ende, ich bin nicht mad. Ich sag's, wie es ist. Ich habe ein bisschen auf dieses Ende gehofft und es ist noch schöner, als ich es mir erwünscht hatte. Ich fand die Folge mega. Ich fand sie super. 10 von 10. Auf jeden Fall die beste Folge der Staffel. Aber generell, die Staffel war schon eher so ein düsterer, trauriger Vibe. Also düster ist Black Mirror ja fast immer. Aber ich fand die diesmal wirklich extrem sad auch. Ich wollte euch noch einen Haul machen, bevor ich jetzt schlafen gehe, weil ich bin todmüde. Aber ich habe richtig süße Sachen gefunden, deswegen das wollte ich euch noch zeigen. Einmal habe ich mir meine Haarfarbe nochmal nachgekauft. Und zwar, das ist diese hier von Zios, weil am Wochenende ist CSD in Köln. Und dafür möchte ich meine Haare nochmal fresh nachfärben. Dann waren wir bei H&M und ich hatte ja schon erzählt, da war ja voll der Sale und so und eigentlich wollte ich gar nichts kaufen, aber oh mein Gott, da war so ein Sale. Deswegen, ja. Und da habe ich mir zum einen einmal diese Jeans-Shorts hier geholt, weil ich hasse Hot Pants, weil die immer so kurz sind und es ist so ungemütlich und man muss immer so zuppeln, weil es rutscht alles hoch und der halbe Hintern hängt raus und ich hasse es wirklich sehr. Aber die ist so schön lang, die hat die perfekte Länge. Es gab die leider nur noch einmal, deswegen ist die mir jetzt obenrum ein bisschen zu groß, aber wenn ich einen Gürtel anziehe, dann passt die perfekt, weil ansonsten sitzt die halt wie angegossen und ich finde, falls ihr meine Katze im Hintergrund schreien hört, es tut mir leid, aber die schreien, sobald die uns nicht mehr sehen. Ja, also weil ich jetzt hier bin und die Tür zugemacht habe, sind sie sauer und schreien jetzt vor der Tür rum. Aber wenn ich sie reinlassen würde, würden sie nur Scheiße machen und dann würde ich hier zu nichts kommen. Deswegen müssen sie jetzt einmal durch. Deswegen, ich foltere die da draußen nicht. Die sind einfach nur sauer, weil sie nicht hier rein dürfen. Aber ja, die Hose hat, finde ich, die perfekte Länge. Ich habe vorher lange nach so einer gesucht und die war jetzt runtergesetzt auf 11 Euro von 20 Euro. Und da war ich dabei. Ich sag's, wie es ist. Da trage ich auch einfach einen Gürtel, dann passt es auch oben rum. Und dann einmal noch dieses
mega süße, lilane, gepuffte Crop-Top-Ding. Oh mein Gott, ich finde es so cute. Ich habe es ja auch anprobiert gehabt und ja, fand ich auch super. Und dann hat Lara noch was für mich entdeckt und das war dann einmal dieses weiße Oberteil. Das gibt mir so ein bisschen so Mamma Mia-Vibes. Und für alle, die nicht so girly sind wie ich, zeige ich euch jetzt auch nochmal Sachen, die sich Lara geholt hat. Laras Sachen sind alle aus der Männerabteilung. Also falls mir auch Männer zuschauen oder Girls, die gerne in der Männerabteilung shoppen. Hört ihr, wie sie schreit? Ich lasse sie jetzt rein. Ich erbarme mich. Ich lasse sie jetzt rein. Ja. Mal sehen, wie lange, bis ich bereue, dass ich sie reingelassen habe. Aber ja. Lara hat sich einmal hier dieses Hemd geholt. Das ist so, ich weiß gar nicht, was das für ein Stoff ist, aber das ist halt voll weich irgendwie, aber gleichzeitig luftig. Und es ist so ein Braun und ich fand das so schön. Das hat ihr so gut gestanden oder das steht ihr so gut. Und ja, das hat sie sich einmal geholt. Man sieht auch, dass das nicht so dick ist, weil man sieht das Licht ja so voll durch. Das ist halt so richtig gut für den Sommer. Und dann in dem gleichen Stoff, ich weiß nicht, was das ist, der ist irgendwie so weich und so geribbelt irgendwie. Aber da hat sie sich noch zwei T-Shirts mitgenommen. Oder so, ja, so Poloshirts mäßig. Einmal in schwarz. Und einmal in so einem beige. Steht ihr beides übrigens bombastisch. Ist eine 20 von 10. Dann waren wir natürlich noch bei Meiersche. Und egal, wie sehr ich mir vornehme, kein Buch zu kaufen. Ich finde immer ein Buch. Und auch diesmal. Ich bin nicht drum herum gekommen. Ich habe mir Fake Dates and Mooncakes von Cher Lee mitgenommen, weil erstmal das Cover, wie süß ist das bitte, oh mein Gott. Und es geht irgendwie um zwei Jungs, die sich ineinander verlieben, weil die so fake daten. Der eine nimmt an einem Mooncake-Back-Wettbewerb teil und der andere braucht ihn als Fake Date für eine Hochzeit und irgendwie, ja. Safety verlieben sich dabei, aber es klingt so süß, es klingt wie so ein richtiges K-Drama und da habe ich richtig Lust drauf. Aber ja, das war der Haul von heute. Ich weiß nicht, warum das so ein Shopping-Vlog auf einmal geworden ist, aber ich wollte noch was Kurzes mit euch bequatschen, meine lieben Freunde. Und zwar habe ich vor, mein Content ein bisschen zu verändern. Falls jetzt die Kamera wackelt, es tut mir so leid, ich habe zwei kämpfende Katzen neben mir. Auf jeden Fall habe ich vor, mein Content ein bisschen zu verändern. Und zwar möchte ich, klar, ich mache das so, weil es mir so Spaß macht und wegen Hobby und so, aber ich möchte trotzdem ein bisschen mehr auf die Qualität achten und ich möchte ein bisschen mehr Struktur in meine Videos reinbringen. Ich möchte auch versuchen, zweimal die Woche zu posten. Also der Donnerstag bleibt auf jeden Fall bestehen, aber es wird passieren, dass ich zwischendurch auch noch am Montag posten werde. Du bist auch eine kleine Drama-Queen. Eine kleine Drama-Queen. Ja, ich lass dich schon go. Ja, geh. Geh. Die sind gerade in so einem Alter, da müssen die auf allem rumbeißen. Egal, was sie sehen, die beißen rein. Die müssen alles angreifen und überall reinbeißen und die machen nur Scheiße, wirklich. Es ist ganz furchtbar. Ich werde auf jeden Fall, ja, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte sagen, der Donnerstag bleibt auf jeden Fall mein Haupttag für Uploads. Aber es könnte sein, dass ich ein paar Montage auch noch uploaden werde. Ich möchte aber nicht versprechen, dass das jetzt jeden Montag passiert. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und ich möchte die Videos ein bisschen spannender machen, dass ich nicht immer so einfach so wie diesen Vlog hier so random Zeug einfach nur filme, sondern vielleicht irgendwie, ich habe mir überlegt, Vlogs mit einem Motto zu machen. Und ja, ich möchte mein Content ein bisschen strukturierter haben, ein bisschen professioneller machen. Ich möchte mir mehr Zeit dafür nehmen und ein bisschen mehr Qualität rein investieren. Keine Ahnung. Das wollte ich nur sagen. Also es könnte passieren, dass ich jetzt so ein bisschen was an meinen Videos ändert. Ich werde auch noch einen Katzen-Updates-Vlog machen. Also die Katzen kriegen nochmal einen extra Vlog, weil die sind gerade in ihrer kompletten Durchdrehphase, jetzt wo sie sich eingelebt haben und immer größer werden, werden sie auch anstrengender. Deswegen gibt es nochmal einen extra Katzenvlog. Aber ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder und gute Nacht!
Hallo Freunde, ich schneide gerade das Video und ich habe gesehen, ich habe mal wieder kein Outro gemacht, deswegen hier ist das Outro. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich weiß, der Vlog war sehr random, aber ich habe vor, ein bisschen strukturiertere Videos zu machen, deswegen bleibt gespannt. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier ist. Ihr macht mich, also ich finde es so cute, dass wirklich Leute meine Videos schauen. Ich finde es, ich komme da nicht drauf klar. Ich finde es einfach so schön und deswegen danke an jeden Einzelnen. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und wie immer, passt auf euch auf und bleibt so, wie ihr seid. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Goodbye!